darunter auch Kinder. Viele Kinder. Was ich da im November 1995 gesehen habe, das war furchtbar. Es war unbeschreiblich, es war ein Schock. Hunderte von Kindern, barfuß, wühlten mit bloßen Händen im Müll. Es war ein schreckliches Bild. Ich hätte schreien und weinen können. Einige saßen mitten im Müll und aßen. Christian de Palier, ehemaliger Ingenieur bei IBM. Das Bild der Kinder auf dem Müllberg hat ihn nicht mehr losgelassen. Er war gerade in Pension gegangen und beschloss, mit seiner Frau Marie-France diesen Kindern zu helfen. Das Ehepaar verkaufte seinen gesamten Besitz in Frankreich und zog nach Phnom Penh. 14 Jahre ist das nun her, in denen sie Tag für Tag Hindernisse überwinden müssen. Das größte Hindernis im Moment, die internationale Krise. Man findet hier alles Mögliche. Ein bisschen Plastik oder Metallreste, wie diese hier. Aber für all das bekommen die Leute heute 2/3 weniger als früher.